Ein Herbsttag auf den Feldern bei Wittstock. Auch 2010 wurde das Schlachtfeld großflächig prospektiert und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit freiwilligen Helfern aus Niedersachsen und Brandenburg fortgeführt. Zahlreiche Funde erbrachten neue Erkenntnisse zum Schlachtverlauf. 375 Jahre liegen diese Ereignisse zurück. Im Rahmen eines Gedenkjahres ruft das Archäologische Landesmuseum mit seinen Partnern das Geschehen in Erinnerung. Die Spreeaue zwischen Schmuckroh und Döbrig. Ein Landschaftsschutzgebiet, in das der Mensch eingegriffen hat. Durch Fortführung des Braunkohlentagebaus Cottbus Nord werden die Lackomaer Teiche trockengelegt und als Ausgleich auf 11 Kilometer Länge die Flussauen zurückgebaut. Ein Großprojekt, das seit Winter 2007 archäologisch begleitet wird. Denn der Landkreis Spree-Neiße ist Altsiedelland. Dutzende Bodendenkmale befinden sich im Renaturierungsgebiet. Sie zu erfassen und auszuwerten, bedarf es gründlicher Vorbereitung. Ziel ist es, dem Siedlungsverhalten in Gewässernähe in großen Zeiträumen nachzugehen. Auf Grabung Striso 18 werden Zeugnisse der mittleren und jüngeren Steinzeit freigelegt. Wenige Tage vor den Filmaufnahmen lag noch Schnee, deshalb das Grabungszelt. Eine groß angelegte Untersuchung, bei der kein Fundstück übersehen werden darf. Denn auch aus jüngeren Epochen finden sich hier Siedlungsspuren. An der Spree zu leben, war wahrscheinlich schon immer beliebt. Diese Mikrolithen sind mehrere tausend Jahre alt. Nur ein geübtes Auge ist in der Lage, sie genau zu datieren. Aus der Fläche kommen weitere Teile von Waffen und Arbeitsgerät. Insgesamt werden über 200 Artefakte einzeln vermessen und kartiert. Ob es sich um einen Schlagplatz mit dazugehörigem Wohnplatz handelt, ist eine Frage, die hier geklärt werden soll. Draußen hat die Schneeschmelze Spuren hinterlassen, die den Arbeitsablauf erschweren. Trotzdem werden Informationen gewonnen, die helfen, Klima und Bewuchs an der Spreeaue zu rekonstruieren. Das spricht sich rum. Reporter von Arte haben sich angesagt. Um genauer zu verstehen, wo die Lausitzer Urbevölkerung siedelte und wo nicht, fahren wir zu einer archäologischen Ausgrabung nur ein paar Kilometer von der Slawenburg Radosch entfernt. Hier versuchen die Wissenschaftler aus ihren Funden das Siedlungsverhalten während der letzten Jahrtausende zu rekonstruieren. Der Archäologe Dr. Eberhard Böhnisch verrät uns außerdem, welche Rolle dabei das regionale Klima spielte. Es ist nicht so, dass nur heute ein Klimawandel stattfindet, sondern in der gesamten Zeit, wo Menschen siedelten, können wir feststellen, dass Klimaveränderungen stattgefunden haben. Vor allen Dingen daran, dass sich hydrologische Veränderungen ergeben haben. Also es gab feuchte Zeiten und es gab trockene Zeiten, also trockenes Klima. Dann suchten die Menschen die Nähe des Wassers auf. In feuchten Zeiträumen konnten sie auch in Gelände leben, das weiter vom Wasser entfernt war. Und wenn wir also Fundplätze haben, wie hier dicht unmittelbar an der Spree gelegen, dann wissen wir, das sind Zeiten, trockene Zeiten, in denen eben die Menschen ganz nah am Gewässer leben mussten. Wenn wir das mal uns hier auf der Karte angucken, das ist der Verlauf der Spree und die Nebengefließe hier und in der Nachbarschaft dieser Gewässer, man sieht es hier, liegen dicht dabei, fast ganz nah am Gewässer dran, Fundplätze. Und die stammen meistens aus sehr trockenen Klimaphasen, als die Leute sehr nah ans Wasser gingen. Und auf der anderen Seite aber hier auf den sogenannten Kaupen, auf den kleinen Sanderhebungen saßen, wo sie keine feuchten Füße bekamen. Also die Siedlung in der Region war immer klimabedingt? Immer abhängig vom Klima und damit von der Feuchte, von den hydrologischen Veränderungen im Gelände. Vielen Dank. Ja, danke schön, Dr. Böhnisch. Danke schön. Tschüss. Das Untersuchungsgebiet war auch im Mittelalter besiedelt. Slawische Keramikfunde bestätigen das. Fundplatz 15 enthält eine mächtige Kulturschicht voller Scherben, die erst einmal sortiert werden müssen. Von den über 11.000 Funden weisen etliche ein Muster auf, das sich genauer datieren lässt. Die sogenannte Gurtfurchenverzierung ist typisch für die spätslawische Zeit.
Diese Funde stammen aus dem 10. bis 12. Jahrhundert. Andere sind älter. Wenn die Grabungen abgeschlossen sind, wird die Spree in einen ähnlichen Zustand versetzt werden wie vor rund 150 Jahren. Ortswechsel. Die Uckermark bei Gramzow im nördlichen Brandenburg. Doch die Idylle trügt, denn in den letzten beiden Jahren wurden hier Rohre für die Ostsee-Pipeline-Anschlussleitung verlegt. Abschnitt 150 in der Nähe von Maichow, einer der letzten am Trassenverlauf. Die Rohrleger drängen, der Boden ist hart, Sommerfrost, so nennt sich das Handicap. Es ist Hochsommer, für Archäologen keine Urlaubszeit. Bevor die Rohre verlegt werden können, sind die Bodendenkmalpfleger am Zug. So will es das Denkmalschutzgesetz des Landes. Es ist Freitagnachmittag. Trotzdem wird sorgfältig vermessen und freigelegt, denn noch ist auf dem Fundplatz viel zu tun. Am Montag soll der Abschnitt freigegeben werden. Gerade in diesem Trassenbereich der Opal liegen die Fundplätze alle 20, 30, 40 Meter aneinandergereiht. Und wir arbeiten hier unter großem Zeitdruck, zurzeit auf einer kaiserzeitlichen Siedlung mit mehreren Keramikbrennöfen, einem Kalkbrennofen und einer großen Anzahl von Steinherden, die wir in den nächsten 2-3 Tagen abarbeiten werden. Befund 59. Ein Keramikbrennofen. Deutlich erkennbar sind die Ascheschichten im Feuerungsraum. Gleich daneben ein Befund mit kalkhaltigem Rest. Vielleicht eine Mauggrube, in der aufbereiteter Lehm zum Ausbessern der Öfen gelagert wurde? Fragen, die unter Zeitdruck schwer zu beantworten sind. Routine und Erfahrung helfen, den interessanten Fundplatz zu dokumentieren. Drei Brennöfen deuten darauf, dass nicht nur für den Eigenbedarf produziert wurde. Wir befinden uns in einer kleinen Siedlungskammer rund um den Ort Maichow, wo ja im Prinzip durch die Zeit hindurch immer wieder kleinere Siedlungsplätze aufgesucht worden sind, angelegt worden sind. Also man kann sich das im Prinzip als Einzelgehöfte mit dem entsprechenden Hauswerk vorstellen. Das geht bei uns, also quasi in meinem Rücken, wenige hundert Meter mit der Linearbandkeramik los. Und wir sind hier wahrscheinlich im Bereich der römischen Kaiserzeit, also in den Jahrhunderten um Christi Geburt. Auf 1000 Meter Trasseabschnitt fanden sich Siedlungsspuren aus einem Zeitraum von rund 5000 Jahren. In ganz Brandenburg wurden an der Opal 270 Kilometer archäologisch untersucht. Eine Leistung, die ohne Erfahrung und Ehrgeiz der Mitarbeiter, alles zu dokumentieren, kaum zu bewältigen ist. Am Ende einer arbeitsreichen Hochsommerwoche noch ein letzter Blick auf die Funde. Nun können die Rohrleger kommen. Einen knappen Kilometer weiter werden bereits die Rohre verschweißt. Ein anderes Grabungsareal in der Nähe von Finsterwalde. Zwei Grabungsleiter, 40 Mitarbeiter und 4000 Quadratmeter Fläche. Ursula Uhl und Beate Renner arbeiten seit Frühjahr 2010 an einem Gräberfeld mit Urnen aus der Bronzezeit. Ja, das ist das Grab Nummer 81 hier. Das gehört in die jüngste Bronzezeit. Wir haben ja auf dem jüngstbronzezeitlichen Gräberfeldareal verschiedene Grabformen. Wir haben die jüngstbronzezeitlichen Rechteckgräber, die können bis zu 32 Gefäße haben. Hier haben wir nur 15 Gefäße erstmal, die jetzt sichtbar sind. Ja, das sind ja die sogenannten Beigefäße, die mit beigegeben worden sind. Und die spiegeln natürlich den Bestattungsritus wider. Und ganz oft hat man eben diese Tassen und Trinkschalen oder auch Kanne und Tasse ineinander gesetzt, mit beigegeben. Also da stehen ja bestimmte Zeremonien dahinter und auch gewisse Paarigkeiten von Gefäßen. Die sind nicht einfach nur so mal da reingesetzt worden, da steht schon bestimmtes Gedankengut dahinter. Manchmal sind es sogar bis zu 50 Gefäße. Einige davon voller Beigaben für den Weg ins Jenseits. Das ist selbst im fundreichen Brandenburg eine Seltenheit. Ebenso die Formenvielfalt der Objekte. Gefunden werden auch mehrere völlig eingeebnete Hügelgräber. Einst aufgeschüttet aus Steinen und Erde. Sie sind größer und älter als die umliegenden flachen Urnengräber.
Es ist schon klar, dass es eine mittelbronzezeitliche Belegung gibt, als ersten Punkt wahrscheinlich einen Hügelgrab oder auch mehrere Hügelgräber, um die sich mehrere mittelbronzezeitliche Gräber mit Buckelkeramik gruppieren. Im Anschluss dann gibt es eine jungbronzezeitliche Belegung und die jüngstbronzezeitlichen Gräber liegen im Norden und im Süden des Gräberfelds. So viel kann man eigentlich schon sagen. Es ist eigentlich jetzt nur noch eine Zeitfrage, das alles fachgerecht zu bergen. Rückblende. Die Anfänge der Grabung im Frühjahr. Zwar wusste man schon lange, dass hier Urnen liegen, aber nicht in welchem Ausmaß. Auf dem 4000 Quadratmeter großen Gelände werden bis Oktober 300 Gräber freigelegt. Der Zeitraum, in dem hier bestattet wurde, das bestätigen die Funde, reicht von der älteren Bronze bis in die frühe Eisenzeit. Also das ist ja ein Zeitraum von 800 Jahren. Das ist eigentlich ziemlich viel. Und es ist schon klar, dass es die gleiche Gruppe von Menschen sein muss, die über Jahrhunderte auf diesem Platz bestattet hat. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es sich dabei um dieselbe Siedlung gehandelt hat. Auf jeden Fall war es eine bäuerliche Bevölkerung, die ihre Toten in Urnen beigesetzt hat. Viele sind so gut erhalten, dass die Grabungsleiterinnen ganz euphorisch sind. Die Gefäße gehören alle wirklich zu einem Grab. Da waren 32 Gefäße drin. Ein kleiner Zweihenkeltopf, eine unverzierte Kanne. Die hat auch übrigens wie viele Gefäße diesen typischen Bauchknick hier. Hat die andere Kanne auch. Und interessant auch, dass manche Gefäße opalig beigegeben sind. Das sind zum Beispiel zwei Trichterrandtöpfe. Hier ist der Rand zwar abgebrochen, aber hier sieht man das natürlich sehr schön. Hat auch nicht nur die waagerechten Schulterriefen, sondern auch noch ein Rillenband zusätzlich. Und am Rand ganz schwach zu sehen, solche Randzipfel. Und das ist eigentlich auch ein älteres Merkmal innerhalb der jüngsten Bronzezeit, also die ältere Phase. Ja. Das kann man eigentlich ganz schön datieren. Unter den Funden aus dem Gräberfeld sind zwei Gegenstände, über die sich beide besonders freuen. Eine Rassel und eine Kugel aus Ton, etwa 3000 Jahre alt. Ja. Also ich denke mal, dass da Steinchen drin sind, weil es ist so ein bisschen heller Klang. Solche Rasseln gibt es natürlich auch mit Tonklümpchen drin. Das ist schon toll, ja. Also einen Ton zu hören. Weil aus Sprache der Bronzezeit. Hört, ja, ein Ton aus der Bronzezeit. Das gibt es ja normalerweise nicht. Ohne Opalleitung gäbe es keinen Ton aus der Bronzezeit. Nur solche Großbaustellen ermöglichen noch umfassende Einblicke in das Bodenarchiv. Für reine Forschungsgrabungen fehlt schon lange das Geld. Die Dömnitz bei Horst, ein Prignitzfluss. Nicht weit von dem Ort, wo sie mit der Stepenitz zusammenfließt, befindet sich eine Wallanlage, im Volksmund Schwedenschanze genannt. Dass die mächtigen Erdaufschüttungen älter sind, haben Archäologen schon lange geahnt. Insgesamt 3,6 Hektar Fläche. Die Anlage selbst ist dreigeteilt. Der Ringwall im Norden misst 40 Meter. Die Einheimischen nennen ihn Burg. Wie alt die Anlage wirklich ist, soll ein Wallschnitt klären. Doch der allein lockt kaum in den herbstlichen Buchenwald. Es ist die Frage, ob ein Zusammenhang zum Sediner Königsgrab besteht, der Archäologen aus ganz Deutschland zu einem Open-Air-Kolloquium zusammenkommen lässt. Zu der Brandschicht noch mal. Es gibt zwei Meinungen. Einmal, dass es sich auf der Innenseite der Burg nicht erhalten hat. Die müsste doch eigentlich durchziehen, außerhalb der Hügelaufschüttung, wenn das jetzt eine Siedlung ist. Wir haben ja hier doch eine starke, nicht nur Bioturbation, ja, sondern auch einen Einsatz von Flug und Forstflug. Nicht? Naja, es kommt ist halt das Holzkohle richtig? Raus. Kommt viel Holzkohle raus? Na, viel nicht, aber es kommt Holzkohle raus. Ein Teilnehmer hat ganz ähnliche Diskussionen schon einmal erlebt. Also ich forsche seit 12 Jahren an so einer Befestigung der jungen Bronzezeit und da war es zu Beginn genauso. Wir wussten nicht, wie alt der Wall war. Und jetzt wissen wir bei der Hünenburg bei Wartenstedt im Kreis Helmstedt, es gibt die Befestigung und es gibt eben eine riesengroße Außensiedlung dazu. Diese Aussicht beflügelt zum Gang durchs Gelände. Ganz im Norden befinden sich zwei nacheinander gestaffelte Ringwälle mit 30 und 90 Metern Durchmesser. Im Süden schließt sich ein Abschnittswall mit Gräben an, dazu ein Tor. Handelt es sich wirklich um eine Festung aus der jüngeren Bronzezeit?
Trotz dieses imposanten Walles glaube ich nicht, dass es eine Anlage mit defensivem Charakter zu tun hat, weil die ist immer wieder offen zum Fluss hin. Das ist eine Siedlungsumgrenzung, natürlich eine besondere, da steckt viel Arbeit dahinter. Interpretationsvorschläge und Methodikdebatten bewegen die Gemüter der Experten. Hier wäre auch noch natürlich zu überlegen, ob mit einem Sondageschnitt das mal geklärt wird, ob es sich da vielleicht um eine ältere Phase handelt. Es könnte ja theoretisch auch um eine ältere Burgbefestigungsanlage hier drunter liegen. Doch bei Bodendenkmalen wie diesen sind die Möglichkeiten begrenzt und die Vorgaben klar. Man wird hier sicher nicht in der Fläche graben. Wir sind hier in einem relativ naturnahen Gebiet und so kann es auch bleiben. Das schadet auch dem Denkmal nichts, aber da und dort vielleicht kleine Schnitte, um die Hypothesen weiter abzuklären, um das Bild etwas runder zu machen und damit auch ein besseres Schutzkonzept für dieses Denkmal noch erarbeiten zu können, sind nicht auszuschließen. So bleibt es erst einmal bei der Beurteilung des Fundmaterials. Auch eher unscheinbare Keramikreste sind wichtig für die Datierung. Hier geht es um 200 Jahre, die jüngere von der jüngsten Bronzezeit trennen. Wie sich die älteren Artefakte in den Befund einordnen lassen, ist dabei genauso spannend wie die Frage der Feintypologie. Bei diesem Kolloquium zeigt sich die ganze Bandbreite archäologischer Arbeit. Und die gleicht einem Puzzle. Zu den Funden, die zur Begutachtung bereitgestellt werden, zählt auch organisches Material. Das ist menschlicher Leichenbrand. Vermute eher weiblich, weil die Knochen doch eher grazil sind und die Schädelknochen eher dünn. Männliche Schädelknochen sind dicker. Als einheimische Presse und Vertreter des Landkreises die Grabungsstelle besuchen, wird deutlich, wie hochgesteckt die Erwartungen sind. Wenn die Untersuchungen an der Schwedenschanze bei Horst einen Zusammenhang zur Sediner Gruppe ergeben, wäre dies eine kleine Sensation. Dann wäre der Ort gefunden, von dem aus die bronzezeitlichen Fürsten ihr Territorium beherrschten. Besuch im ehemaligen Logenhaus der Freimaurerloge zum Aufrichtigen Herzen in Frankfurt an der Oder. Der Keller des Gebäudes ist weit verzweigt. Bei der Sanierung des Hauses wurde etwas entdeckt, das vor 1844 in die Erde kam, dem Jahr, in dem mit dem Bau der Loge begonnen wurde. Es sind Menschenknochen, wahrscheinlich ein Massengrab. Zur Begutachtung haben die Frankfurter Denkmalpfleger Verstärkung aus Berlin geholt. Bettina Jungklaus erkennt sofort, was an den Gebeinen auffällig ist. Der liegt hier auf dem Bauch, ne? Ja, richtig. Ja. Hier sieht man von hinten die beiden Beckenschaufeln, genau. Und die Wirbel von hinten. Genau. Richtig. Ach, guck mal, hier ist der Arm zu dem. Mhm. Der scheint auch noch jünger zu sein, ist hier noch nicht verwachsen. Doch woher stammen die Toten? Und woran starben sie? Also es ist neuzeitlich, das lässt sich schon sagen. Aber ist es zum Beispiel aus einem Seuchen geschehen, dass da viele Menschen verstorben sind, die zusammen bestattet wurden? Aber wir sind ja hier vor den Stadttoren, also außerhalb der Stadt. Möglicherweise ist es auch hängt das mit der Belagerung zusammen oder einer Belagerung oder mit einem Kampfereignis. Das kann jetzt noch nicht gesagt werden. In Frankfurt an der Oder fand 1631 eine Belagerung statt. Damals erstürmten die Schweden nach harten Kämpfen die Stadt. Stammen die Toten wirklich aus dem Dreißigjährigen Krieg, gar aus dem überlieferten Kampfgeschehen? Zum Glück gibt es Funde, die vielleicht eine zeitliche Einordnung erlauben. Sehr schön. Ist eine Öse, eine doppelte Öse, doppelt gebogen. Das könnte auch so zur Ausstattung gehören. Das sind Münzen. Zwei, wenn nicht sogar drei, ja. Sehr schön. Das deutet ja wirklich auf einen Hosentaschenfund hin. Ja. Vor allen Dingen, wenn wir sie noch datieren können, haben wir einen guten Hinweis auf das Alter. Inzwischen gibt der Keller des Logenhauses weitere Geheimnisse preis. Die Toten, so fand die Anthropologin heraus, sind nicht alle adult. Hier ist der Beckenbereich von einem Jugendlichen,
Beinbeckenschaufeln und hier Teile vom Kreuzbein, die noch nicht verwachsen sind. Und wir vermuten, dass hier, oder es würde passen von der Lage, noch die Unterschenkelknochen dazugehören. Und hier sieht man nämlich ganz schön, dass die noch nicht verwachsen sind. Hier ist die Wachstumsfuge noch offen. Und dieser Bereich verknöchert so mit 17 bis 20. Also ist der sicher noch jünger. Und noch etwas fällt bei den Untersuchungen auf. Wir vermuten, dass das hier die Sohle der Grube ist. Möglicherweise lagen noch welche drüber, die aber bei dem Hausbau zerstört wurden. Das Grab muss um einiges größer gewesen sein, denn auch in anderen Räumen finden sich Knochen. Im Massengrab selbst wurden 30 Individuen gezählt. Einige Funde stammen von Uniformen. Mindestens zwei Personen waren jugendlich, als es zu Ende ging. Viele Knochen liegen verstreut. Welches Ereignis führte zum Tod so vieler Menschen? War es wirklich die Erstürmung der Stadt im Dreißigjährigen Krieg? Zum Glück ist Martin Petzel mit der Lokalgeschichte vertraut. Die Feldsteine weisen den Weg. Wir befinden uns südlich der Stadtbefestigung, unmittelbar am Grabenrand und haben den Bereich zwischen Gubener Vorstadt und dem Stadtkern hier vorgefunden. Nur wenige Reste der Stadtmauer sind erhalten geblieben. Als sie Mitte des 19. Jahrhunderts niedergelegt wird, entsteht das Logenhaus direkt vor dem Gubener Tor. Das Stadtmuseum besitzt mehrere Ansichten, auf denen die Ereignisse des 3. April 1631 zu sehen sind. Nach der Erstürmung der Stadt folgt eine Schreckensnacht. Die Anzahl der Opfer ist unbekannt. Funde wie diese sind rar. Uniformknöpfe und menschliche Knochen. Im Museum werden sie wie Reliquien verwahrt. Auch sie wurden bei Bauarbeiten entdeckt. Angeblich handelt es sich um die Überreste eines gefallenen Schweden. Das ist ein rechter Oberschenkelknochen. Ob der dazugehört, das kann man so nicht sagen. Eine eindeutige Zuordnung von Knochenfunden zu historischen Ereignissen ist heikel, auch wenn es die Neuzeit betrifft. Ob sich die Erstürmung des Gubener Tores genauso abgespielt hat, wie es im Diorama dargestellt ist? Wer weiß. Frankfurt an der Oder wurde mehrmals zerstört und immer wieder aufgebaut. Zur Rekonstruktion von Stadtgeschichte gehört ganz sicher die Auswertung des Massengrabes. Rekonstruktion von Geschichte war auch das Thema der Archäotechnika, dem Ereignis des Jahres im Archäologischen Landesmuseum in Brandenburg. Das Motto des dreitägigen Events: Handwerkstechniken des 13. und 14. Jahrhunderts. Die Archäotechnik ist ein Zweig der Archäologie. Anhand authentischer Funde werden altertümliche Techniken wiederbelebt. Für den Schwerpunkt Mittelalter reisten Spezialisten aus dem gesamten Bundesgebiet und aus Österreich an. Über 1000 Besucher verfolgten die zum Teil ganz erstaunlichen Demonstrationen. Ja, hier habe ich jetzt im Grunde genommen Birkenblätter drin, die werden eingeweicht, ausgekocht. Das ergibt dann einen gelben Farbsud, kann man hier schon ganz gut sehen, wenn man das mal so ein bisschen zur Seite tut. Und das wird dann wie ein Teebeutel komplett rausgenommen, dann habe ich einen reinen Absud und da drin wird die Wolle dann gefärbt und die wird wunderbar gelb. Birke kann durchaus so ein Gelb ergeben, so ein bisschen ins Orange-Golden gehende, je nach pH-Stufe. Kann aber auch so ein bisschen ins Vanille spielen oder auch sehr sonnig werden. Neben dem Färber aus Halberstadt gab es einen Fischereiexperten, der extra aus Schleswig angereist kam. Doch wie gelingt eine historisch genaue Erschließung? Man muss sich die Fischerei rekonstruieren aus Fischerbildern zum Teil von Süddeutschland, Schweiz, Norditalien bis nach Skandinavien hin, was für Geräte benutzt wurden. Und die Geräte wiederholen sich, auch die Überreste dieser Fischkescher. Beispielsweise solche Funde von solchen Kescherbügeln gibt es aus der Schweiz und aus Schleswig-Holstein. Es gäbe noch viele Techniken vorzustellen. Doch hier endet unsere Jahresschau. Wenn der Bildungsauftrag des Museums weiter so wahrgenommen wird, hat es gute Chancen als echter Publikumsmagnet. Im letzten Jahr kamen über 30.000 Interessierte. Außerdem fanden zwei internationale Tagungen statt.
Ein wahrer Renner wird sicher die Ausstellung zur Schlacht von Wittstock, die im kommenden Jahr das Ausstellungshighlight im Pauli-Kloster werden wird.